Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen Ära des Aufnehmens bei Anno 1800. Okay, das klang jetzt ein bisschen doof, ist aber so. Ich habe mir das Setting komplett erneuert. Zumindest was die Software betrifft. Hardware habe ich tatsächlich noch nichts Neues gemacht. Aber alleine schon die Software, muss ich sagen, hat sich gelohnt. Sprich, Rechen neu aufgesetzt. Alles Überflüssige dementsprechend auch runtergenommen, nicht mehr neu installiert. Neue Tools genommen anstelle der alten, neue Settings und so weiter und so fort. Das heißt, ich nehme es eben noch mit OBS Studio auf, aber jetzt nicht mehr über den Codec mit X264, sondern über den Codec der sag jetzt mal, neueren Serie der Grafikkarten. Der Nvidia NVENC H264 heißt er, glaube ich. Und ja, statt Sony Vegas bearbeite ich jetzt Videos mit Adobe Premiere Pro. Und statt MiGuide zum Encodieren nehme ich jetzt DeckScript, das einfach alles nur, damit es eben auch flotter geht, nicht alles über die CPU geht, sondern auch über die Grafikkarte. Ich muss sagen, das hat sich echt gelohnt. Und ich glaube, das Wichtigste, dass ich jetzt die Aufnahmen nicht mehr auf die Harddisk mache, sondern auf die SSD. Ich glaube, das ist der Punkt, den man schon am meisten merkt, dass das, ja, ich meine, klar, den Rechner, ich jetzt habe, auch mit der Hardware, habe ich damals vor 7 Jahren aufgesetzt. Natürlich mit unter die Grafikkarte ersetzt und so, aber wenn du halt trotzdem noch die alte Hardware hattest, eben auch Festplatte statt SSD und so, hat man schon in den letzten Jahren gemerkt, okay, ist ein bisschen lame geworden, das Ganze. Wenn man sieht, auch jetzt ist alles viel schneller lädt, als zuvor ist. Klar, es ruckelt zum Teil oder es lädt ihm noch zum Teil Texturen nach, aber wesentlich schneller. Und vor allem das Wichtigste für mich persönlich ist vor allem, dass es auch wesentlich schneller geht zum Bearbeiten und Encodieren und Hochladen. Wobei Hochladen, das kommt in den nächsten Tagen dann, mit dem neuen Internet. Aber eben, das Ganze ist schon ziemlich, ziemlich geil. Wenn noch neue Hardware da ist, dann würde ich sagen, dann können wir hier Hardcore auch auf 4K hochgehen und so. Dann dürfte das alles gar kein Problem mehr sein. So, genug davon. Legen wir endlich los mit Anno 1800 selbst. Was ist geplant? Also, wir erinnern uns in der letzten Folge. Also, ich hoffe zumindest, dass es noch eine letzte Folge war. Da war irgendwie etwas mit dem Öl, was ich hier, glaube ich, abgeschlossen hatte. Sprich, hier die Ölraffinerie. Da hoffe ich ja, dass dann wesentlich mehr in der alten Welt ankommt. Dass ich natürlich auch hier nachher weiter das Öl abschöpfen kann auf La Isla. Heißt ihm zuvor, dass ich hier noch ein bisschen gucken muss, wie kriege ich das hin mit den Ölquellen und so. Und funktioniert das Ganze jetzt mit dem Transfer und Produktion, Verbrauch der gebackenen Bananen, Tortillas, natürlich auch Ponchos und Melonen. Sprich vor allem auf den Inseln, wo ich es jeweils auch brauche. Und kann ich hier die Kaffeeproduktion hier noch ein bisschen ausbauen? Auch hier zum Beispiel sieht man direkt, der irgendwie sagt, oh, Kaffeeboden ist voll. Brauche ich überhaupt noch so viel Kaffee, vor allem jetzt von der neuen Welt in die alte Welt? Da bin ich hier eigentlich auch schon gut bedient mit Kaffee. Ich würde sagen, wir sind sogar ziemlich gut bedient. Wobei, aufgepasst, Freunde. Dämonen der Ekstase tragen mich davon. Naja, die haben noch keinen Kaffee. Ja? Ich habe es bei ihnen gelassen. Ich glaube, ihr wolltet gar keinen. Die Bedürfnisse der Gäste werden nicht erfüllt. Ja, ist halt so. So, dir glaube ich noch einen rum. Weil, oh, danke, George. Weil, dass du hier einen rum und so hast, das gefällt mir gar nicht. Ja, ich habe noch ein bisschen geguckt, offscreen, ihr habt es vorhin auch gesehen, die hier mit diesen Autosave-Dingern. Autosave. Das waren nun dann natürlich auch Testen, so logischerweise, zum Gucken, klappt das alles so, wie es sollte. Und auch hier die ganzen Missionen habe ich auch mal offscreen noch geguckt, zum Beispiel hier kündige Lektüre. Das ist irgendwie auch so ein Quatsch. Der nimmt irgendwie, oder sie nimmt zum Teil ganz seltsame, creepige Bücher. Obwohl es eigentlich darum gehen sollte, dass wir erinnern uns, es gab doch hier von den Touristen, gibt es immer irgendwie, glaube ich, wenn Touristen hier genug getan hat. Also irgendwie. Welt erwartet. Ja, Schnauze. Irgendwie Schmuck, Limonade und so. Also wenn man da einfach alles noch ein bisschen mehr steigen würde, dann würde es irgendwie sogar hier noch kommen, hey, ihr braucht eine Bar, jetzt braucht einen eisernen Turm und so weiter und so fort. Und zu dem Zeitpunkt irgendwann
müssen sie uns eine neue Quest anbieten. Da ist ja so wie bei den Restaurants hier. Gab es auch eine neue Quest, wo man sagt, hey, neues Rezeptbuch. Weil es fehlen noch ein paar. Wenn man die, glaube ich, irgendwie alle freischalten würden, dann würde ihre Questreihe noch weitergehen und am Schluss gäbe sie uns ein Buch. Und das Buch würde eigentlich die Königin wollen. Wobei, es sind noch andere Bücher, aber nicht jedes. Das ist irgendwie ganz creepy gelöst. Und das schauen wir uns demnächst auch noch an. Erstmal, was mir oft schon aufgefallen ist, wir brauchen dringend Elektrizität. Warte, ja, hier, 400 Strom. Fertig. Willkommen in der Manufaktur. Also. Ohne Strom machen wir nichts, das ist mir soweit klar. Was ich wieder mache, Freunde, ist hier ein Ding aktivieren. Stelle von Stahlfarbe als Gebäude Eisen, weil das geht mir sonst auf keine Kuhhaut. Ich hätte es einfach so lassen sollen. Weil der Verbrauch vom Eis, beziehungsweise vor allem von der Kohle, ist so exorbitant angestiegen, dass er sagen muss, nee. Nee, einfach nee. Achtung, der Boss. Was ich hier auch noch mache, ist deswegen die alle deaktivieren. Ich will mal etwas testen, beziehungsweise alle bis auf einen. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Schiff. Okay, danke schön. Mal ganz kurz, wie viel Stahl hätte ich überhaupt aktuell? 6. Ich bin gespannt, was so bleibt. Wenn ich jetzt den auch deaktiviere und den ebenfalls. Was hat das für Auswirkungen auf die gesamte Insel? Ich glaube, Kohle dürfen wir nachher wieder viel zu viel haben. Deswegen blockiere ich schon mal den hier oben. Und ja, demzufolge natürlich, wie so schön ist, wir brauchen da mehr Eisen. Da muss ich halt sonst hingucken, wenn das noch weiter optimieren kann. Damit das dann endlich auch wieder funktioniert. Also, Handelsschiff. Ne, das ist der. Rohmaterial, genau. Ich habe zu viel Gold da. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, hatte der überhaupt sonst noch irgendwie was zum Mitnehmen? Kohle vor allem, war okay. Und doch statt der Kohle nimmt doch mal Bovis, eben, da kannst du noch einen dritten Kohle mitnehmen. Eisen, Entschuldigung. Mal über Bord schmeißen. Dann kann ich mir auch hier mit dem Strom nachher mal gucken, dass wir noch ein bisschen mehr kriegen. So, währenddessen. Wir haben ja Offscreen, nenne ich es Offscreen. Ja, so zwischen den Parts. Haben wir so ein paar Materialien verschippert. Wird Zeit. Wolkenkratzer ausbauen, leck mich. Nee. Erstmal hier ausbauen. Ich alle, glaub schon, wa? Jo, sehe kein Pfeil mehr. Sehr schön. Attraktiver ist die ganze Insel. Sehr gut. Jetzt müsste eigentlich die hier zufriedener sein. Genau, sind gewisse Dinge, wie zum Beispiel das Restaurant, plötzlich gestiegen. Oder Varietéhäuser. Versorgung stabil. Warum das nicht noch höher ist, kein Plan. Aber wir haben diese Einschränkung nicht mehr. Die wir bei der Konfitüre zum Teil noch haben. Und Speicherstand natürlich 100% gefüllt. Oder erfüllt. Perfekt. Das ist natürlich im Gegensatz dazu haben, ist viel zu viel Speicher. 2350. Das ist ein bisschen viel geworden, muss ich zugeben. Und deswegen lösche ich mal das eine oder andere, zum Beispiel die beiden. Jetzt haben wir 50 noch. Okay, jetzt haben wir hier ein paar zu viel. Kann sich auch fragen, warum will ich die überhaupt löschen, aber können wir die Frage stellen, warum will ich sie überhaupt behalten? So, genau 200. 2000, sorry. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Dann können wir den noch ein bisschen hier ranziehen. Was? Mann.
Und hier wäre das noch ein bisschen ausbauen, während ich meine Gedanken noch ein bisschen sortiere und überlege, was der nächste Schritt ist. Direkt zurück in die neue Welt gehen? Ich glaube schon. Könnte zumindest ein Plan sein. Nein, der sowieso da ist. Dann braucht es den hier nicht mehr. Schöner platzieren auch, weil Platz haben wir jetzt. Ach, ist doch schön, wenn es immer so friedlich wäre. Wenn es bloß immer so wäre. So. Nee? Komm schon. So. Warum nicht? Ich meine, ich kann natürlich den hier jetzt schon wieder näher ran machen, so wie es oben auch ist. Ich mache später was anderes. Wer weiß, was noch alles dazu kommen wird, Freunde. Wer weiß das schon? So, also liebe Königin, oder ihr Schiff zumindest, Versorgungsschiff. So, wir haben ein paar Materialien verloren natürlich durch den Ausbau hier. Das heißt, ich habe noch irgendwo noch meine Route, Baumaterialien, genau. Schmeiß dich auch wieder an. Natürlich nur die alten, die Schiffe der alten Welt, logischerweise. Ich wollte sagen, wir haben schon einen, wa? Mehr Druck im Kessel. Frachtschiff steht bereit. Ah, der ist es. Ja, ein paar Materialien haben wir natürlich noch. Hey, jetzt ist das ein Stahlträger, aber es kommt natürlich auch wieder. Jetzt haben wir hier aktuell kein Öl mehr. Der ist ja zum... Ja, er würde gerne verteilen, aber wir haben hier nichts mehr. Das heißt, wir müssen hier halt abwarten, wa? Bis die wieder kommen. Das ist schon einer auf dem Weg. Lassen wir ran, nächsten sind auch schon auf dem Weg, kann das sein? Naja, 400er, perfekt. Wir brauchen sogar noch einen vierten Ölimporter, aber das dann, wie gesagt, erst später gucken. Also wir haben gesehen, Kaffee haben wir eigentlich genug, so wie es aussieht. Wohl, jetzt haben wir natürlich jetzt ein Ding mit der Frage gegeben. Der Stufe hier. Darf ich glaube ich jetzt sehen, wie den Rum. Die brauchen den sowieso nicht. So, Kaffee wieder zurückgeben. Oh, der scheiß Ausbau. Hey, das wird so ein Spaß. Ich lache jetzt schon. So, eben Rum momentan keine mehr, aber das wird dann nachher kein Problem mehr sein. Wenn wir wirklich sagen, hey, come on, ihr kriegt auch keinen Rum, ihr sollt nicht besaufen. Der Rum ist... Für wer ist überhaupt der Rum da? Eigentlich was für euch, oder? Für wen zum Hängen produziere ich jetzt rum? Niemanden? Nee, für euch eigentlich. Okay. Die Hochräder ist mir bekannt. Nähmaschinen ist mir auch bekannt, dass das ein Problem ist. Das müssen wir jetzt unbedingt fixen. Wobei, Nähmaschinen ist kein Problem, im eigentlichen Sinne.
Die Frage ist jetzt, und das teste ich jetzt mal ganz kurz, ob ich... Es fällt immer schwer, dort einen habe bereits, bereits pausiert. Das ist nicht mehr drin. Schnauze. Da haben wir die Fertigungsanlage mit dem Fahrstuhl, ne? Okay, warte mal. Ich lasse den mal da. Nähmaschinen. Sieht ja eigentlich soweit gut aus. Ich stoppe den mal zum Gucken, ob die beiden jetzt reichen, wenn ich jetzt wirklich nur auf Eisen gehe. Eisenvorrat wird schmelzen wie sonst was. Der Stahl ist weg. Wer von euch braucht Stahl, wenn man fragen darf? Irgendjemand verbraucht noch Stahl. Ich habe keinen Plan mehr, wer. Scheiße. Wer braucht für irgendwelche Fertigungen Stahl? Warte mal. Eine Hauptstadt, ja, Moment, Moment. War das nicht irgendwie? Das kommt doch irgendwie. Oh, wie ging das schon wieder? Ich bleibe hier, Captain. Bis das. Captain, mein Captain. Verdammt ich. Umweltverschmutzung, ja, schön. Schön und gut. Oder eben auch nicht so schön. Mal gucken. Das kann man doch irgendwie nachgucken. Ja, eben, also 0 von 2, wobei 0 von 2 ist ja jetzt die Nachfrage nach Stahl. Das würde ja eigentlich bedeuten, das wären ja die Hochöfen, wa? Was maximal wären es jetzt 2 in dem Fall, da wären eben die Hochöfen. Momentan ist aber keiner von denen aktiv, deswegen 0 von 2. Deswegen müsste es eigentlich so klappen. Wie sieht es denn hier zum Beispiel aus? Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Ja, kommt alles, Freunde. Deswegen hier jetzt minus 12, wa? Oder hier eigentlich plus 7. Weil ich momentan mehr Kohle herstelle, als ich eigentlich brauche. Und Eisen, ja, so wie es halt aussieht, Versorgung ist halt zu wenig. Die Frage ist natürlich, ist das... Häubchen für unsere Freundschaft. Aus dem Nichts. Ist das die komplette Welt, die ich jetzt da habe, oder... Ich weiß, Leute, ich habe das eigentlich nie so genau angeguckt, weil ich immer dachte, oh, Pi mal Daumen klappt schon. Aber jetzt war schon mal zuerst das Ganze mal richtig angucken. Jetzt nicht aus dem finanziellen Aspekt, aber wir haben gesehen, erst nachher, als es auf uns zukommt, die Wolkenkratzer. Wenn ich wirklich optimieren will, dann muss es richtig optimiert funktionieren. So. Eisenmine. Welche ist das? Die hier. Was heißt eigentlich, so wie es jetzt gerade aussah? Ah, oh, jetzt will ich wieder rausfliegen. Das so wie es aussah. Ich habe nur 3 Eisenminen, wollen wir verarschen? Quatsch. Das ist halt doch nur die Welt, die jetzt gerade anguckt, wa? Dann ist klar, weil Deachwort haben natürlich. Kann ich. Warte mal. Alle Inseln. Hey. Oh, das nimmt alle. Super, da wollte gar nicht. Kann ich auch selektieren? Ich möchte jetzt nur alle von der alten Welt haben. Ah, danke schön, Spiel. Puh. Okay, müssen wir bereichen. Wenn ich Bovis, Bright Sands, Deachwater, Nord und Bay zusammennehme, habe ich eine Produktion von 46, einen Verbrauch von 37. Es müsste also aufgehen. Wobei Holz eigentlich nicht aufgehen dürfte. Okay. Kohle produziert viel zu viel. Okay, eben, das haben wir schon mal erwähnt. Kleine Fische müssen darauf achten, mit wem sie schwimmen. Hat schon irgendwie ein Schiff zerstört oder so. Das wäre ein bisschen eklig geworden. Okay. Ihr könnt euch schon mal darauf freuen, Freunde, dass wir diese Listen und so in Zukunft wesentlich mehr in Anspruch nehmen werden.
Also steigt zwar gemäß der Zahl hier immer noch, also schlecht ist es zumindest schon mal nicht. Wobei eben, ich glaube, mit dem Holz habe ich jetzt ein Problem. Ne, auch nichts. Dass ich darauf verlassen darf. Eigentlich schon. Eigentlich müssen wir eigentlich darauf verlassen. So, aber eben, ich habe natürlich auch jetzt die eine Dinge gesperrt. Nähmaschinen. Ja, wenn es natürlich einigermaßen im Plus bleibt. Hochräder, bitte erholt euch. Ich brauche euch, Freunde. Fische, ja mein Gott, das ist auch das kleinste Problem. Konfitüre, ja, auch ein kleines Problem. Rum steigt noch ein bisschen, sehr gut. Das ist aber auch gut. Schokolade, ich muss ein bisschen gucken, was treibe ich hier für eine Scheiße. Zu viel Kaffee, zu wenig Schokolade, eine mein Explosion Gott. Erschüttert eine Ich hatte gehofft, mit dem neuen Setting hätte sich das gebessert, aber aber nur so ein Mist, ey. Also gut. Kaffee sieht trotzdem sehr gut aus. Ich wäre sogar gewillt, den hier den Kaffee wieder freizugeben. So, mach jetzt einfach mal. Jetzt wird hier die Zahl verändert. Bin ja früher ein bisschen größer. Neues Setting halt. So. Also, Freunde der guten Unterhaltung. Ja, es steigt, es steigt. Entschuldigung. Mach eigentlich auf Patrouille, brauchen wir neue Schiffe hier. Ja, ist bereit. Anderes Thema. Dann erstmal hier natürlich auffüllen. 20 Minuten sind rum. Ja, ich weiß, aber egal. Scheiß drauf, scheiß drauf. So sehen die aus, krass. Mach dir deine protzigen Schuhe nicht dreckig. Schnauze. Dann dürft ihr absteigen. So. Zwei Perlenfarben. Perle vor die Säue, wa? Und Materialien fehlen wieder. Das krieg ich, kriege hier noch die Krise. Also. Ansonsten ist, glaube ich, die Insel hier auch jetzt ziemlich gut aus. Was soll ich sagen? Ausgelastet? Ja. Theoretisch hätte noch ein bisschen Platz, aber war das für was anderes. Hauptsache, ich habe jetzt genug Öl und natürlich auch. Hier wäre ich noch ein bisschen was. Da haben wir festgestellt, dass es gar nicht braucht, wa? Dass wir jetzt eigentlich schon genug haben. Filz, Bambusstoff, das passt, das ist ausgewogen, kann man nicht großartig meckern. Alpaka-Wolle geht so. Ponchos Melonen haben sie eher ein bisschen zu wenig. Jetzt ist halt die große, große Frage. Erstmal brauchen sie selber welches. Melonen nicht, okay. Die guten, guten. So stolz war ich schon lange nicht mehr. Die Dinge natürlich schon, das ist mir klar. Wie viel habe ich hier jetzt aktuell an Lager? In Poncho steigen, Melonen steigen, alles geil. Braucht Hyundai eigentlich auch Melonen? Das sieht soweit auch gut aus, bis eben auf die Melonengeschichte. Weil ich bis jetzt noch nie so richtig gebraucht habe. Das können wir vielleicht noch ändern. Das Leben hier ist großartig. Ah, sie schließen sich der gerechten Sache an. Natürlich haben sie es geschafft. Ja. Brandgefahr plus 40%. Geil. So, warte mal. Schokolade kommt von denen hier. Was haben wir für ein Schokoladenproblem? Gucken wir doch einfach mal an, was hier eigentlich so abgeht. Wa? Konsumgüter. Da haben wir die Schokolade. Und bitte alle Inseln. In dem Fall schon. Schokolade. So. Produziere ich eigentlich genug? Der Fortschritt an Kaffeeröster ist einfach ein Side-Effekt. Ich meine, es sind zwar nur, in Anführungszeichen, nur drei Schokoladenfabriken. Hm.
Jo, wir sind wieder gut. Zigarrenmanufaktur. Also zumindest mit dem, was wir jetzt vorhin gesehen haben, jo, war in der Alpenwelt. Oh, süße Fantasie, gesegnet seist du. Und der größte Witz an der Sache ist, dass also nur ihr hier oben. Heureka! Hey, nein, nicht mal. Ihr hier. Ihr braucht Schokolade. Ja, das ist mein Geschmack zu wenig. Das muss ein bisschen besser ansteigen. Hochrennen ist halt immer so eine. Ja, aber auch die, ja, ein Hochrennen ist natürlich auch bei euch. Klar, es ist nur die Zufriedenheit, das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, wissen wir. Snow könnte ich sie oben nach umgekehrt machen und wenn, also einfach sagen: Hey, come on. Ich stelle die Hochrad-Werkhallen ab. Dafür gebe ich auf Nähmaschinen. Ja, aktuell warum? Stark dabei, das. Müssen wir ein bisschen hinmachen hier. Ich glaube, Kautschuk selber wäre auch genug. Ups. Ah, ja. Sieht auch gut aus. Ja, so. Also kein Strom. Kein Öl. Mann, wieso habt ihr immer kein Öl? Teilt uns ein bisschen Öl? Ja, verdammt, ein bisschen Öl. Tut gerade auch nicht mehr. Apropos Öl, apropos Strom. Wie sieht es denn eigentlich hier so aus? Ja, okay. Das sieht noch vernünftig aus. Anhalten. Die Musik ist auch interessant. Aber gar nichts gemacht, aber die Musik so. Ah, warte mal. Was ich eigentlich hier schon wieder gucken wollte. Halt sie gar nicht ungern jetzt irgendwie. Reduzieren oder so. Das passt hier eigentlich schon. Kaffeerösterei. Der Side-Effekt ist die Schokolade. Warte mal, liefert die überhaupt aus? Es ist nicht leicht, es ist nicht leicht. Nun, das sollte wohl einen. Es ist einfach fucking normal, nicht leicht. Wenn man selbst so doof ist. Mann! So, warte mal. Ich hab doch hier, komm schnell, aber hier Konsumgüter 4. Komm mal, nimm die fucking Schokolade noch mit, also bitte. Für das hab ich sie ja. So. Ich hab auch bald natürlich noch ein fünftes Chiffren. Beziehungsweise eine fünfte Route, Konsumgüter 5 dann. Oh, ein Traum. Meine Dreams come true. War das nicht mal ein Song von DJ Bobo? Ansonsten. Wollte ich noch irgendwas hier machen? Ja, nachher den Schmuck noch herstellen, ja, stimmt, erinnere mich. Oder dafür sorgen zumindest. Shampoo. Oh, verdammt. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Zurück neue Welt. Habe ich jetzt. Ich habe doch hier die Person reduziert. Ich war das sehr clever. Nee, war nicht sehr clever. Hallo, Blaubehaus-Modus. Sag mal. Spiel, don't fucking me. Daran vielleicht? Ja, eben doch, Schrankleister. Okay, vielleicht brauchen wir noch einen dritten. Ups. So, schön in die Mitte gesetzt. Der holt sich neues Öl ab. Das passt für mich soweit. Ich brauche trotzdem noch ein bisschen mehr Öl, weil ich natürlich auch mehr produziere. Jetzt geht es bei denen runter, das liegt aber da, weil ich gerne ein paar Ponchos geholt habe. Passt also alles, passt alles.
Eigentlich alles so, wie ich es wollte. Bis auf einen kleinen Fakt, den ich gerade natürlich verplant habe. Ich Idiot. Und zwar brauche ich natürlich trotz Perlenfahren noch ein paar Leute mehr. Denn ich will ja auch... Machen wir das nicht hier. Eventuell die andere Option, dass ich hier oben mache. Ja, sonst muss ich wieder hin und her tragen und das kacke mich ein bisschen an. Das hat irgendwie hier unten oder so. Also vor der nächsten Folge werden wir uns noch ein bisschen angucken, wie wir das mit Baumschule machen. Zimt, Kokos, Zitrusfrüchte, die kommen dann ja auch noch dran. Aber ich muss erstmal gucken, wie zum Henker kriege ich das von der Menge und so hin. Also wie viel brauche ich überhaupt? Auf welcher Insel mache ich das alles? Muss alles noch ein bisschen erforschen. Bananen und so, das ist natürlich auch alles. Mais, Kaffee, alles geil. Und auch nicht. Aber nehmen wir nochmal ein bisschen Pause hier. Genau, also man, wie viel Platz nehmen diese Baumschulen weg? Wie viel brauche ich davon überhaupt? 2, 3 oder so, also pro Sorte. Aber seien wir ehrlich, ich habe gar nicht mehr so viel Platz irgendwo, überall. Da muss man gut überlegen, welche Insel ich das mache. Ich habe theoretisch hier oben, weil es eigentlich was anderes geplant hätte. Brandschutzplakat. Kann ich mal die Scheißbücher hochbringen in die alte Welt, zum gucken, ob sie Königin überhaupt will. Das wäre mal eine Idee. Aber egal. Freunde, wird Zeit, die Folge zu beenden. Und ich hoffe, es hat auch soweit wieder gefallen. Ich hoffe, es ist auch soweit alles in Ordnung mit eben den ganzen Settings und so. Hier haben wir ein Spiel mit der Qualität, sprich Audio, Video und so. Ich hoffe, es ist ein bisschen flüssiger, vielleicht sogar ein bisschen detailgetreuer geworden. Und ja, ansonsten die großen Changes dann vermutlich mit der neuen Hardware dann. Wenn es auch ein bisschen mehr detaillierter sein sollte, aber wobei, was sollte dann großartig kommen? Weil das Spiel ist halt so, wie es ist. Ja, zum Beispiel, wenn plötzlich der Esel hier ein paar Haare mehr hätte. Ja, gut, meine Güte. Müssen sich dann auch fragen, ob das überhaupt notwendig ist oder nicht. Was machst denn du hier? Und ja. Ansonsten sage ich mal, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde gerne näher ran wegen den Perlen, aber geht gerade nicht. Wir gucken uns nächste Folge mal an, wie viel hier die Perlentaucherinnen und Taucher und whatever schon alles geholt haben. Und hoffentlich noch holen werden. Weil soll für uns alle hier durchaus auch lohnenswert sein. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800. Ciao zusammen.